meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und heute habe ich ein ganz spezielles Video. Es ist nämlich, glaube ich, ein Video, was es so noch gar nicht auf YouTube gibt, zumindest kenne ich es nicht so. Also ich kenne es in ähnlicher Art und Weise, aber nicht so. Denn ich habe mich mit einer ganz, ganz lieben YouTuberin zusammengeschlossen und zwar mit der lieben Nina von Ninas Kosmetik. Und wir haben uns etwas sehr, sehr Cooles einfallen lassen. Und zwar sind wir beide zu unterschiedlichen Drogerien gefahren. Also ich war bei Rossmann shoppen und sie war bei DM shoppen. Und wir haben Produkte zu 5 Kategorien rausgesucht. Zu den Kategorien mussten wir Produkte von der DM-Eigenmarke oder von der Rossmann-Eigenmarke beziehungsweise Produkte, bei denen man sich ganz sicher ist, dass die andere Drogerie die nicht im Sortiment hat. Also Nina hat 5 Produkte im DM rausgesucht und ich habe 5 Produkte im Rossmann zu den unterschiedlichen Kategorien rausgesucht. Wir haben die Sachen jetzt auch schon ein bisschen zu Hause, sodass wir sie wirklich testen konnten, schon mehrere Tage und euch ausführlich davon berichten können. Und außerdem ist es einfach spannend zu sehen, wie wir die unterschiedlichen Kategorien interpretiert haben und wenn die so ähnlich interpretiert worden sind von uns, was ist tatsächlich besser, DM oder Rossmann? Also, ich glaube, es wird spannend und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Die erste Kategorie war gepflegte Haare. Da ist es mir eigentlich gar nicht schwer gefallen, was ich haben wollte. Da wusste ich eigentlich schon sofort, worum es mir geht. Also bei Pflege habe ich sowieso an Spülung oder Kur gedacht. Meine Spülung ist auch gerade leer, deshalb kommt mir das super in den Kram. Und ich habe mich für diese Spülung hier entschieden von Isana. Das ist die Oil Care Spülung. Ich habe davon ja schon ein kleines Pröbchen gehabt sozusagen. Aber ich glaube nicht von der Spülung, sondern von der Kur. Und davon war ich wirklich begeistert. Jetzt die Spülung, muss ich sagen, hat mich auch nicht enttäuscht. Also ich war wirklich beeindruckt. Die ist ohne Silikone. So Produkte, die ohne Silikone sind, denen vertraue ich eigentlich nicht unbedingt. Aber das hat mich wirklich eines Besseren belehrt. Also ich muss sagen, als ich die Spülung eingearbeitet habe in meine Haare, ich habe die jetzt wirklich schon mehrere Male probiert, haben die sich so unglaublich weich angefühlt. Meine Haare ließen sich danach wirklich super kämmen und der Geruch ist auch wirklich sehr extrem. Also ich finde, das riecht nach so einem Parfüm irgendwie. Auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt von Rossmann. Die nächste Kategorie ist schöne Lippen gewesen und da habe ich mich für einen Lippenstift von Rival de Loop entschieden. Das ist die Farbe 25, glaube ich. Das ist ein sehr, sehr schönes Nude, wie ich finde. Also so ein Rosé-Nude, der war halt wirklich günstig. Also ist von der Rossmann Eigenmarke in diesem Kosmetikbereich und ich muss auch sagen, der war total ausverkauft. Also ich habe den letzten hier gerade ergattert. Das ist ein wirklich schöner Nude-Ton, der auf der Hand vor allem wirklich toll aussieht. Auf den Lippen sieht er auch nicht schlecht aus, aber ich muss sagen, die Haltbarkeit ist einfach null. Ich trage den am Morgen auf, trinke was und plötzlich ist er schon wieder weg. Also, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, zu vergleichen mit den Essence-Lippenstiften, obwohl die meiner Meinung nach noch ein bisschen länger halten. Aber die Farbauswahl hier gefällt mir wirklich gut. Kommen wir jetzt zur dritten Kategorie, und zwar zur Kategorie Must-Have für den Sommer, beziehungsweise Sommer-Must-Have oder wie auch immer. Da hatte ich eigentlich was ganz Spezielles im Kopf, und zwar wollte ich mir eine ölfreie Sonnencreme kaufen, die ich auch schon des Öfteren im DM gesehen habe, aber natürlich gab es sie nicht im Rossmann. Doch ich bin dann auf einen anderen Trichter gekommen, und zwar wisst ihr ja, dass ich Seifen wirklich liebe, falls ihr mein Aufgebrauch-Video geguckt habt. Ich probiere mich da immer aus in allen unterschiedlichen Variationen, und da habe ich jetzt eine Seife gefunden, die einfach so gut in den Sommer passt, und zwar ist es diese hier. Das ist die Isana Summer Feelings Seife und die riecht so, so extrem fruchtig, also es ist wirklich krass. Ich bin ja eigentlich eher so der süßliche Typ, deshalb hätte es für mich besser sein können, aber wer auf fruchtige Variationen steht, dem gefällt das hundertprozentig. Es ist wirklich ein extremer Geruch, der duftet so, so lange danach und ich liebe es einfach, wenn man die Hände gewaschen hat und irgendwie so, ja, so eine schöne Seife da drauf ist, dann hat man einfach gleich gute Laune und es passt alles so schön in den Sommer und bla bla bla. Mit den Isana-Seifen kann man einfach nie was falsch machen, weil die wirklich günstig sind. Für mich hätte es einfach noch ein bisschen süßlicher riechen können. Die vierte Kategorie habe ich spontan ausgeweitet in für die Dusche bzw. für die Badewanne. Eigentlich hieß sie nur für die Dusche, weil ich so, so, so ein tolles Badesalz gefunden habe. Und zwar ist das hier, das ist von Isana, das Mandarine- und Buttermilch-Badesalz. Es riecht so unglaublich gut. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Mega. Ich war damit baden. Hier deshalb nochmal die aufgebrauchte Variante. Ich habe mir gleich 2 mitgenommen, schlauerweise. Und das ganze Bad hat danach geduftet. Es war ein Traum. Ich sag's euch, ich liebe diesen Geruch von Buttermilch. Mandarine merkt man jetzt hier nicht unbedingt. Aber
Ich war total begeistert. Sogar Willi hat es gerochen und für gut empfunden. Das ist sonst wirklich selten der Fall. Ich liebe diese Isana-Badesalze. Die sind einfach super. Die sind recht günstig und sind so lang anhaltend. Und kommen wir nun zur letzten Kategorie, und zwar zu der fünften. Die heißt ein bisschen Deko. Da habe ich wirklich ewig gesucht. Ich glaube, das wäre mir im DM um einiges leichter gefallen, weil die halt so coole Duftkerzen und so auch von Marken haben. Das hat ja Rossmann eigentlich gar nicht. Rossmann hat nur die Eigenmarken da zu Hause, da im Sortiment meine ich. Ich habe aber ja letztendlich doch etwas sehr Schönes gefunden, wie ich finde. Und zwar ist das das hier. Das ist so ein Teelichthalter, der soll duften. Wenn man dran riecht, riecht man es auch. Der duftet irgendwie von außen und ich glaube eigentlich, dass der Sinn und Zweck ist, dass man ein Teelicht reintut und der Duft sich dann entfaltet durch die Wärme. Das ist allerdings irgendwie überhaupt nicht passiert bei mir. So ganz normale Duftkerzen, die riechen viel extremer. Vielleicht mache ich es auch falsch, also keine Ahnung, muss man hier oben was reintun? Ich habe das noch nie gehabt oder gesehen oder so. Ich vermute, dass ich es richtig gemacht habe eigentlich mit dem Teelicht da unten. Vielleicht kann man da oben irgendwas aufheizen. Wie so ein Schokofondue. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Geruch hat mich erstmal überzeugt, aber wie gesagt, er wird halt nicht entfaltet. Trotzdem sieht es ganz schön aus mit den Blümchen hier an der Seite. Wenn man es irgendwo aufstellt an die Wand oder so, dann reflektiert das auch so an der Wand. Das finde ich ganz schön. Und ja. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß hattet und dass ihr jetzt bei der lieben Nina vorbeischaut. Dazu steht auch alles in der Infobox, also guckt einfach da vorbei und dann könnt ihr so einen kleinen Vergleich wagen. Und dann grüße ich noch zwei liebe Mädels, und zwar einmal die liebe Schnucki Bee und Serval, oh, ich hoffe, ich spreche dich richtig an, Hotaman. Und ihre Freundin Isabel, also drei liebe Mädels grüße ich. Ganz, ganz liebe Grüße an euch auf jeden Fall. Und ich wünsche jetzt allen noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.